Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es kam ja leider einige Zeit nichts von mir, da ich eine starke Grippe hatte und wirklich nur im Bett liegen konnte. Ich hatte davor aber etwas bestellt, nämlich Futter und Einrichtung für meine süßen Nagetiere. Und die möchte ich euch heute zeigen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Als erstes möchte ich euch gerne mein Futter zeigen, was ich bestellt habe. Ich habe bei Mixirama bestellt und ich habe einmal das Clamazzi Campbell Mix. Ich finde es persönlich sehr gut. Vor allem, also man sieht es eigentlich schon, wie es aussieht. Es sieht wirklich sehr natürlich aus. Es sind sehr viele Kräuter drin. Viel getrocknetes Eiweiß, was ganz praktisch ist bei mir, denn ich habe eine ganze Weile meinen Hamstern und meinen Rennmäusen immer lebende Mehlwürmer angeboten und was soll ich sagen, irgendwann hatten die wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf und haben die einfach leben lassen und dann haben die sich da in ein Gehege vermehrt, das war richtig ekelhaft und seitdem gebe ich auch nur noch getrocknetes Eiweiß und das ist hier schon drin, das heißt man muss sich um nichts kümmern. Und was ich echt toll finde und was wie jedes Futter sein sollte, wenn ich das jetzt öffnen würde und YouTube die Funktion hätte, dass man Gerüche wahrnehmen könnte, dieses Futter würde so gut riechen. Also ich hatte wirklich am Anfang, als ich bei den Futterlieferanten bestellt habe, wie Mixing Your Pet Food, und ich die Tüte aufgemacht habe, dachte ich so, oh, richtig schön, wie im Kräutergarten. Man hat wirklich Kamille oder sowas alles gerochen und es war richtig schön. Und daran sieht man, glaube ich, auch, dass es ein gutes Futter ist, weil es einfach natürlich riecht. Und es hat keine Pellets oder so, es sind wirklich nur frische Kräuter, Samen und ja. Und dieses Futter kommt von Campbell-Züchter. Und ich denke mal, dass die Ahnung haben, also die züchten auch schon echt sehr, sehr, sehr lange. Da möchte ich mal schöne Grüße bestellen. Und also sie haben wirklich auch Ahnung von der Ernährung von Campbell Zwerghamster. Und wenn ihr so einen Zwerghamster habt, solltet ihr unbedingt dieses Futter bestellen. Das ist echt gut. Und genau, das habe ich einmal bestellt, 2,5 Kilo. Weil ich ja jetzt 6 Campbell-Mäuler zu füttern habe und einen Hybriden. Und der findet das Futter auch sehr schön. Also ja, er nimmt ja auch nicht zu. Es ist halt wirklich, es ist wirklich sehr natürlich. Dann habe ich für meine Goldhamster das Nessas Gold und Teddy Hamster Mix. Wie man auch hier sieht, frische Kräuter, tierisches Eiweiß, getrocknetes Gemüse, also es ist wirklich einfach alles dabei, was halt so ein Hamsterfutter an sich haben sollte. Und auch hier, wenn ich es wieder öffnen würde, es würde einfach super, super riechen. Und ja, deswegen, wenn ihr Futter für eure Tiere kauft, lasst mal den Zooladen weg, sondern guckt euch ein paar Online-Futterlieferanten an. Da gibt es wirklich eine ganze Menge an Anbietern und da kann man wirklich durchstöbern. Dann habe ich noch für meine Rennmäuse so einen Sonnenblumenkopf bestellt. Gut, den kann man natürlich auch im Zooladen kaufen. Ich habe das jetzt einfach gemacht, weil man ab 40 Euro Versandkosten spart. Und werden sie sich drüber freuen, hoffe ich einfach mal. Und vor allem habe ich noch was Besonderes, was Mixirama jetzt auch anbietet. Nicht nur Futter, sondern so einen kleinen Garten. Ist es gedacht, was ich halt gerne mache, ich pflanze gerne das Futter an. Oder halt, es gibt ja auch halt in diesen Gartenladen diese kleinen Samen wie nicht Sonnenblumen oder Löwenzahn. Und das pflanze ich gerne echt an. Und biete das halt meinen Hamstern und auch vor allem meinen Rennmäusen an. Die fahren da richtig voll ab.
Und mein Problem ist halt immer, kaum steht das im Gehege, wird alles durchwühlt. Und da hat man sich wirklich Arbeit gemacht, hat die Pflanzen da versucht anzupflanzen und gemacht und getan. Im Hintergrund hört ihr gerade meine Campels, die im Laufort laufen. Tut mir leid. Und ja, dann kommen halt die Mäuse, vor allem meine Mäuse, und zerstören alles. Und hier soll man halt einfach wirklich Sand rein oder halt Erde rein, das, was schon keimt, rein. Und die Tiere oder die Nagetiere sind halt wirklich nur das Fressen, was über diesen Gitter wächst. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Ich kann ja mal berichten, ob es funktioniert hat oder ob es zerstört wurde, geknackt wurde. Ich bin gespannt, was meine persischen Rennmäuse davon halten. Ich habe mir das nur ein bisschen größer vorgestellt irgendwie. Ich wusste nicht, dass es so klein ist. Ja, mal gucken. Also ich bin echt gespannt. Gibt es auch bei Mixirama. Und es hat, glaube ich, knapp 13 Euro gekostet. Aber sieht echt schön aus. Also auch hier mit diesem aufgemalt oder so ist das, glaube ich. Ja, bin ich gespannt. Genau. Dann habe ich nicht nur bei Mixirama bestellt, sondern ich habe auch neues Zubehör bestellt bei Wodipet. Und ich muss sagen, als erstes, was mir aufgefallen ist, als ich den Karton gekriegt habe, ist das hier. Ist das nicht süß? Ich finde es echt süß. Das kann man hier ausschneiden und dann können halt was auch immer da rein und da raus und wieder. Das kriegen auch meine Rennmäuse in ihren Auslauf. Finde ich echt genial. Da haben die wieder was zu gucken. Weil vor allem das Problem, vor allem bei meinen persischen Rennmäusen, die brauchen immer neue Beschäftigung. Und da sich was Neues einfallen zu lassen, oh, ist irgendwann mal unmöglich. Und ja, da finde ich das echt toll, dass Rudipet sowas anbietet. Naja, gut. Ich habe ein neues Häuschen bestellt. Ups. Für mein Teddy-Hamster-Wölkchen. Ich muss das hier erstmal so rauskriegen. Hier. So. Und so war das. Und so. Ja, ne? Aber hat es auch funktioniert. Also irgendwie so eigentlich. Ja, ich muss sagen, ich finde die Häuser echt schön von Rudipet. Also diese Granithäuserauflage. Es gab auch schon mal so eine Häuserauflage. Da war das, da war es nicht so eckig, sondern es war rund. Und das hatte ich für meinen ersten Hamster. Und die hat sich so wohl drin gefühlt. Und ich finde vor allem mit diesen Granitauflagen, finde ich es ganz praktisch im Sommer, weil die Hamster sich da echt mal abkühlen, weil das wirklich sehr, sehr kühl ist. Man kann Wasser ein bisschen drauf tröpfeln und dann kühlt es noch von unten, also wenn der Hamster drunter schläft. Es stützt die Krallen ein bisschen ab, was sehr praktisch ist, weil es einfach auch Hamster gibt, die ja irgendwie ihre Krallen halt nicht irgendwie richtig abwälzen können. Und was gut ist, man kann halt Trinknapf oder so rauf machen oder Frischfutter wie Gurke, dann geht es nicht ins Holz rein, das ist ganz praktisch. Ja, ich muss das Haus aber noch ein bisschen umbauen. Vor allem muss überall Sabberlack drauf, damit man halt wirklich Sachen einfach abwischen kann und es nicht ins Holz eindringt. Dann müssen Stelzen noch rauf, damit ich das halt ins Einstreu auch ja, raufpacken kann. Und das halt nicht auf den Kopf von den Hamster fällt. Und ja, die Pipi-Ecke muss ich noch mit Mosaiksteinchen bekleben, damit es auch da nicht so ins Holz einzieht. Ja, da muss ich noch ein bisschen basteln. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es einfach oder liked das Video, wie ihr wollt. Dann habe ich noch passend dazu ein Toilettchen bestellt. So eine große von Rudipet. Ich habe schon eine, auch für Wölkchen. Aber die ist halt einfach ziemlich alt und versifft und war schon ein paar Mal in der Spülmaschine, aber es hilft einfach nichts. Deswegen habe ich eine neue bestellt
in der Hoffnung, dass die ein bisschen länger hält. Und dann habe ich noch so ein Ersatzteil für die Laufräder, oder für ein Laufrad bestellt. Weil ich habe eins verloren, also so ein Ding hier. Und jetzt hängt das halt Laufrad, also eins von den Laufrädern bei den Campels, und die können das halt nicht richtig drehen. Ja, das kommt nachher ran und dann hoffe ich mal, dass es besser ist. Genau. Das war's von mir. Das war meine Ausbeute. Vielleicht habt ihr ja Online-Shops, die ihr mir empfehlen könnt, wo es vor allem auch Beschäftigungssachen für die Tiere gibt. Das würde mich ganz doll interessieren, weil ja meine persischen Rennmäuse sind einfach wirklich, die wollen beschäftigt werden, die kriegt man kaum müde. Und vielleicht habt ihr da ein paar Ideen oder vielleicht habt ihr auch noch Online-Seiten, wo man Futter bestellen kann, dass ich mir das vielleicht auch mal angucke. Wichtig ist einfach für mich, dass ich auch das Rennmausfutter bestellen kann und vielleicht noch sowas wie so einen Sonnenblumenkopf oder was es auch alles gibt. Und dass die Qualität halt stimmt. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Sonntag. Tschüss, bis dann!